In Reykjavik hat jetzt die Europameisterschaft begonnen und da ist fast die gesamte deutsche Elite am Start. Die Kaimers und Blühbaums und Onchenkos und wie sie alle heißen. Und zu denen kommen wir bestimmt noch. Heute beschäftigen wir uns erstmal mit Martin Wecker. Und wenn ihr von dem noch nie gehört habt, dann ist das keine Schande, das ging mir genauso. Der spielt in Bad Godesberg, hat ein Elo von 2,195, das ist so unteres Meisterlevel, halt ein sehr, sehr starker Spieler, aber in der deutschen Rangliste, naja, wahrscheinlich unter den Top 500, aber besser eher nicht. Aber spielen kann der. Und davon kann seit neuestem Marin Bosiljcic berichten. Ein kroatischer Großmeister, 2600 Elo, sehr starker Spieler, Schachprofi. Und es zeigt sich, das sind eben auch nur Menschen, diese Leute. Und wenn die auf jemanden treffen, der weiß, was er tut, dann ist natürlich ein Mann wie Bosiljcic gegen einen Martin Wecker Riesenfavorit, aber es ist nicht gesetzt, dass es auch so ausgeht. Der Martin Wecker hat zum Auftakt der Europameisterschaft den kroatischen Großmeister, ja, nach allen Regeln der Kunst auseinandergeschraubt. Das war sehr, sehr fein. Und darum soll er heute seine Viertelstunde des Ruhms haben. Schauen wir uns mal an, wie er das gemacht hat. Martin Wecker gegen Marin Bosiljcic. 6d4, Springer f6, c4, g6, g3, Läufer g7. Das ist königsindisch. Weiß baut sich mit g3 auf und Schwarz wählt dagegen einen eher seltenen Aufbau, nämlich mit hier erst c6 und dann Läufer f5 und Schwarz signalisiert, er möchte um das Feld e4 kämpfen. Schwarz wird e4 mal durchsetzen wollen, um das ganze Zentrum für sich zu haben. Schwarz sagt, nee, das verhindere ich. 0, 0, 0, Turm e1, jetzt droht e4. Und folgerichtig besetzt der Schwarze jetzt dieses Feld e4, sodass der weiße Bauer nicht dahin marschieren kann. Das ist noch eine ganz gängige Stellung, die mit Schwarz unter anderem schon Magnus Carlsen auf dem Brett hatte. Als bester weißer Zug hat sich hier Dame b3 rauskristallisiert. Das greift unmittelbar den Bauern b7 an. Das ist auch schon mit einer versteckten Drohung verbunden, die damit zusammenhängt, dass Schwarz nicht mehr auf c3 mit Angriff auf die Dame raustauschen kann. Diese Drohung, die sehen wir, wenn jetzt Schwarz den vermeintlich natürlichen Zug macht, wie Dame c7 und den Bauern b7 deckt. Dann kommt nämlich g4. Das lenkt den Läufer f5 ab, der den Springer e4 deckt. Wenn der Läufer zieht, dann hängt auf e4 eine Figur, das geht nicht. Insofern muss Schwarz hier ziehen und dadurch, dass die weiße Dame auf b3 ist, greift das nicht mehr die Dame auf d1 an. Es kommt nicht mehr mit Tempo und darum wiederum kann Weiß dann hier auf f5 rausnehmen. Jetzt hängt der schwarze Springer und er hat nichts anderes, als sich nach e4 zurückzuziehen. Und an dieser Stelle ist sehr stark Springer h4. Mit erneutem Angriff auf den Springer und stützt auch diesen Eindringling auf F5 ein bisschen, aber das ist nicht der Hauptpunkt von Springer H4, denn der Springer E4, der angegriffen wird, hat jetzt wieder nichts Besseres, als sich nach F6 zurückzuziehen und dann spielt Weiß E4. Und hat überwältigenden Raumvorteil, hat das Läuferpaar, steht noch nicht auf Gewinn, aber das ist sehr, sehr günstig, sehr, sehr angenehm für Weiß. Großer Vorteil für Weiß. Darauf kann sich der Schwarze nicht einlassen und das hat zur Folge, dass wenn der Weiße hier Dame b3 spielt mit der Drohung g4, der Schwarz dann seinen Punkt e4 schon aufgeben muss. Und das wiederum, würde ich mal behaupten, macht dann das ganze Abspiel aus schwarzer Sicht ein bisschen zweifelhaft. Aber es mag sein, dass nicht nur Marin Bosiljcic da widerspricht, denn das wird durchaus von Großmeistern so gespielt. Mir leuchtet die Sinnhaftigkeit nicht so ganz ein, wenn man doch den Punkt e4 eh wieder aufgeben muss. Dann verstehe ich nicht so richtig, wozu das führen soll. Hier der Zwischenzug Dame b7 für Weiß ist streng verboten. Man darf, könnt ihr denken, ich nehme nicht den Springer auf c3 zurück, sondern nehme auf b7 mit Angriff auf den Turm. Aber dann zieht der Springer zurück und wenn die Dame sich auf a8 bedient, dann kommt Dame c7 und Weiß stellt fest, dass er seine Dame nicht mehr hier rauskriegt. Es kommt dann Springer d7 mit Angriff auf die Dame und Weiß verliert Material.
Insofern muss der Weiße auf C3 zurücknehmen. Naja, und jetzt droht wieder E4 und jetzt hat der Schwarze keinen guten Weg mehr, das zu verhindern, denn es hängt ja auch noch der Punkt B7. Das sind sozusagen zwei Drohungen, die in der Luft liegen. Und so entschließt sich der Schwarze zu dem wahrscheinlich etwas merkwürdig aussehenden Zugläufer C8, der einerseits E4 mit Tempo nicht mehr zulässt, der andererseits den Punkt B7 deckt. Naja. Ich finde, dass das hier schon gut aussieht für Weiß. Noch nicht überwältigend, aber gut. E4. Sicher ist, wenn der Weiße sich so ein Riesenzentrum baut, das kann der Schwarze nicht für alle Ewigkeiten da stehen lassen. Das schwarze Ziel muss sein, dieses Zentrum anzuknabbern, zu unterminieren, vielleicht sogar so zu schwächen, dass es zerbröselt. Und der naheliegende Zug dafür ist C5. Was aber auch, wenn man denn jetzt Argumente sucht, dass der schwarze Aufbau nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann, das liefert hier ein weiteres Argument. Ne? Schwarz hat C6 und C5 gespielt, der hat dafür jetzt zwei Züge gebraucht, um hier mit C5 das weiße Zentrum anzugreifen. Martin Wecker setzt konsequent mit E5 fort. C5 will ja die Stärke, die Wirkung des Läufers auf der langen Diagonale verstärken, indem er halt hier, wollte ich ja nicht rot machen, indem er halt hier knabbert. Dieses Tor, das schließt der Martin Wecker sofort, indem er E5 spielt. Und wenn Schwarz hier Springer C6 macht, dann ist das bestimmt noch eine Partie und mit offenem Ausgang. Sicher mit Vorteil für Weiß, aber es ist eine Partie. Schwarz nimmt hier auf E5 raus und das wiederum ist sicher ein Fehler. Der Springer steht dominant. Dieser katalanische Läufer, wie wir ihn nennen, auf der langen Diagonale, setzt hier den Punkt B7 unter Druck. Es ist nicht so richtig ein katalanischer Läufer, aber das war ja königsindisch. Aber im Prinzip, tendenziell ist auch schon die halboffene E-Linie offen und hier ist auch noch eine halboffene Linie für den Weißen. Da deutet sich schon an, dass der Weiße wunderbare Perspektiven hat und der Schwarze nicht so richtig rauskommt, denn Springer C6 kann er jetzt nicht mehr spielen. Es hängt unmittelbar der Punkt B7, also auf D4 rausnehmen. Könnt ihr ja denken, hier zweimal angegriffen von der Dame und vom Bauern. Auf D4 rausnehmen geht auch nicht, dann hängt halt B7. Dazu gab es eine Vorgängerpartie. Ich sehe gerade, da war auch auf schwarzer Seite ein 2500er, allerdings mit einem Online-Rating von 2500. Das muss nicht so viel heißen. Die ging so weiter. Und ja, hier hat Weiß einfach eine Qualität mehr und dazu noch Druck auf der E-Linie. Riesenstellung für Weiß. Also man kann hier nicht auf D4 nehmen, weil einfach B7 hängt und insofern erschließt sich der Schwarze zu Springer D7. Wenn ich Weiß jetzt auf B7 nehmen würde, würde der Schwarze Turm B8 spielen. Und dann hätte plötzlich Weiß Schwierigkeiten. Insofern nimmt Weiß auf D7 raus. Und der Schwarze kann halt schlecht mit dem Läufer, was ja eigentlich wünschenswert ist, denn der Kollege möchte gerne nochmal entwickelt werden. Wir erinnern uns, der war ja schon mal nach F5 entwickelt, bevor er nach C8 zurückging. Aber das geht nicht, weil halt B7 hängt. Insofern Dame D7. D schlecht C5. Und ja, das ist hier ein Trippelbauer. Aber das ist kein großer Faktor. Der viel größere Faktor ist der unvermindert anhaltende weiße Druck gegen den Punkt B7. Auch der potenzielle Druck auf der E-Linie und die vielen offenen Linien. Der Weiße könnte eigentlich drei Türme gebrauchen. Ne? Er könnte einen hier hinstellen, einen hierhin und einen hierhin. So viele Perspektiven hat der Weiße. Während der Schwarze keine Wege hat, nun hier diesen Trippelbauern als Schwächling nachzuweisen oder so. Weil es diesen Trippelbauern gibt, sind Linien offen, über die das weiße Spiel läuft. So ist eher die Konstellation. Schwarz spielt damit C7. Das macht dem Läufer den Weg frei. Läufer A3.
Da kann der Läufer schlecht ziehen, weil eben, wir kennen das schon, der Punkt B7 hängt und jetzt hängt noch was. Jetzt droht Weiß, diesen Triple Pawn günstig aufzulösen und dann auf E7 einzusteigen. Es droht C6. Und dann, ja, drücken diese beiden gegen E7. Insofern überdeckt der Schwarze den Punkt E7 und es kommt Turm B1 und der Druck auf B7 ist wieder angewachsen. Weiß droht da ganz konkret rauszunehmen, also deckt Schwarz den und C6, sehr, sehr schön. Der B-Bauer ist ja gefesselt. Diesen C-Bauern kann man nicht rausnehmen, dann hängt der Turm auf B8. Und ja, der normale Zug ist hier B6. Und dann ist es immer noch so ein bisschen eine Partie. Es ist zwar ein riesiger Vorteil für Weiß, jetzt ist der C-Bauer auch noch zum Freibauern geworden und wir wollen uns gar nicht ausmalen, was passiert, wenn der schwarzfeldrige Läufer mal diese Diagonale beherrscht. Das ist natürlich riesig für Weiß, aber Schwarz hat erstmal nichts weniger und kann noch ein bisschen spielen und sich wehren. Aber es ist halt perspektivlos für Schwarz und insofern ist verständlich, dass der Schwarze das nicht wollte, sondern dass der Gegenspiel sucht. Nur das findet er nicht. Ganz objektiv betrachtet ist Läufer F5 hier halt noch ein Fehler und auch der letzte Fehler der Partie, denn jetzt steht Weiß auf Gewinn und Martin Wecker spielt das halt auch ganz fein und sauber durch. C schlecht B, er opfert einfach die Qualität und hat jetzt zwei verbundene Freibauern. Einer von denen ist sogar schon auf B7 und der ist für immer gedeckt. Das ist ein Riese, das ist eine Qualität wert. Und langfristig wird jetzt halt dieser bis C6 marschieren und dann wird der weiße Wege suchen, sich hier irgendwie schwarze Felder zu erobern und die Bauern über die schwarzen Felder hier zu drücken, was ihm langfristig gelingen wird. Das ist eine Gewinnstellung für Weiß. Der Schwarze fischt hier jetzt noch ein bisschen im Trüben. Ich würde gerne noch das die Finisher zeigen von Martin Wecker, denn die waren auch toll. Läufer E7, jetzt fällt hier einer um. Steckt er den G5 bauen, Läufer F6, Ablenkung. Naja, der Läufer darf hier nicht schlagen, weil dann kommt C7. Und die Bauern laufen durch, insofern zieht sich der Läufer zurück. Und gleich die nächste Ablenkung. Naja, es geht halt darum, den C-Bauern bis nach C7 zu treiben. Und jetzt hat der Schwarze keine Wahl, er muss auf B6 tauschen und dann kann er gegen C7 nichts machen. Gegen B8 Dame nebenbei auch nicht. Und das Ding ist durch. Und nach 29 Zügen gab der 2600 Großmeister gegen den Bad Godesberger Vereinsspieler auf und Martin Wecker steht bei 1:1 aus der Europameisterschaft. Es sind allerdings 11 Runden zu spielen. Ich gehe nicht davon aus, dass Martin Wecker Europameister wird und auf die Distanz ist auch für einen Großmeister wie Bosjocic noch alles drin. Es sind ja noch 10 Partien zu spielen. Aber der Auftakt, der war erstmal toll und darum hat Martin Wecker seine 15 Minuten des Ruhms verdient und die hat er hiermit bekommen. Auf der Website findet ihr noch ein bisschen mehr zur Europameisterschaft. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Link findet ihr in den Kommentaren. Für den Moment erstmal vielen Dank fürs Zuschauen.